Abbas Päumen saß eines Tages mit Brüdern da und stieß einen großen Seufzer aus. Die Brüder fragten nach dem Grund. Er sagte: Alle Tugenden sind in dieses Haus gekommen, außer einer, ohne die niemand den Herrn sieht. Und er sagte, dass sich selbst zu tadeln diese Tugend sei. Diese kleine Begebenheit, liebe Schwestern und Brüder, aus den Erzählungen der Väter, macht noch einmal deutlich, worauf es Jesus heute im Evangelium ankommt. Das ist ja eigentlich schon klar genug. Aber man kann es auch noch mal sozusagen aus dem Hintergrund heraus beleuchten, wie das hier in den Apophthegmata da geschieht. Alle Tugenden sind versammelt. Eine hochlöbliche Versammlung. Also wie in einem richtigen Kloster, könnte man sagen. Oder in einer anständigen Familie. Alle Tugenden sind versammelt. Aber eine fehlt, sagt Abbas Päumen. Und genau auf diese eine kommt es an, damit man den Herrn erkennen kann. Sich selber zu tadeln. Sich selber kritisch zu sehen. Den Balken im eigenen Auge oder das Brett vom Kopf. Die eigenen Lieblingsideen oder die Ideologie, die wir daraus machen, einmal beiseite zu stellen. Weil all diese Dinge werfen einen großen Schatten zunächst auf andere. So sehr sind wir manchmal von uns eingenommen, indem wir sicher sind, dass wir Recht haben. Von diesem Wort Jesu und von dieser Erzählung geht eine große Verunsicherung für unser Leben aus. Aber genau durch diese Verunsicherung, das ist nicht das Ziel, aber durch diese Verunsicherung sollten wir hindurch. Wir sollten den Mut haben, diese Verunsicherung auf uns zu nehmen, damit wir die Sicherheit dessen erfahren, der immer gütig ist und immer voll Erbarmen. Und dem wir uns auch mit unserer Schwachheit, mit unseren nicht eingestandenen Fehlern ausliefern dürfen. Und erst dann lernen wir, um mit Abbas Päumen zu sprechen, den Herrn zu sehen.